Ihr wollt wissen, wofür das jetzt noch ist? Dann bleibt dran. Tag auch, wie ist es euch? Ich bin der Sven und wir spielen heute eine weitere Runde Satisfactory. Was haben wir heute vor? Erstmal ein Käffchen. So, erstmal wollen wir die Musik ändern. Genau. Dann machen wir das weg. Ich habe ein bisschen an den Rohren gearbeitet. Aber nicht so viel, wie ich wollte. Und ich habe da unten auch schon einiges gemacht. Aber nicht so viel, wie ich wollte. Mir ist da so eine Kleinigkeit dazwischen gekommen. Nämlich heiraten. Deswegen dauert das ja alles noch ein bisschen. Und mir ist aufgefallen, ich werde wahrscheinlich auch einen Haufen an Stangen und Eisenplatten brauchen. Deswegen würde ich das da unten gerne auf der Seite noch ergänzen. Dafür brauche ich dann aber noch ein Wasserräumel hier mehr. Den dürfte ich auch noch da drin haben. So. Das setzen wir uns jetzt einfach da hinten hin. Das sind 4 Raffinerien und 11 Konstruktoren. Ich mache das jetzt nicht besonders effizient oder so. Deswegen können wir überlegen, ob wir vielleicht noch eine Raffinerie mehr machen. Ich glaube, dafür habe ich nicht genug Zeug dabei. Ja, das scheitert an den Motoren. Daraus könnte man vielleicht noch ein bisschen Draht machen und da eventuell noch mit hier ist ja gut hier. Einmal hier rüber. Nicht runterfallen. Au. Dann doch runterfallen. Mit dem extra Draht nochmal vielleicht ein bisschen wie heißt das Zeug hier? Kabel. Eigentlich wäre die Überlegung. Warte mal, ich rechne mal eben neu hier. Bisher bin ich bei 89 Iron Rods und 89 Iron Plates. Wenn ich jetzt hier hingehe und da raus, jeweils nur 80 mache, dann bleibt ein bisschen was über. Jetzt könnte ich hier noch Kabel hinzufügen. Jetzt ist wieder abstrus, weil der anfängt. Oder? Nee, doch nicht. Ist ja optimal. Kommt auf die Idee, dass es eine gute Idee ist. Ironwire? Jo, sehr schön. Wo möchte ich das haben? Dann machen wir hier mal. Wie kriegen wir denn? Wir wollen auf 120 Eisen kommen. Okay, genau, 21 Kabel dazu. Okay, das machen wir doch. Da ziehen wir so knallhart durch. Dann brauchen wir 4 dafür, 6 dafür. Achso, dann machen wir 20. Dann passt das. Das wäre dann genau ein Konstruktor mehr. Das könnte passen. Irgendwo ist hier noch ein Viech. Das höre ich die ganze Zeit, aber egal. Ignorieren wir es. Das heißt, wir packen uns ein paar Raffinerien hier hin. Oh, ich habe nicht mehr genug. Okay, dann muss ich doch Rohre holen. Die hätte ich übersehen, dass ich davon nicht genug habe. Ups. Aber das ist nicht das Problem, die hatten wir auch hier oben relativ nah dran. Hier. Ich glaube, da hinten in dem Container sind noch welche. Ja. Das Eisen können wir uns dann hier abzwacken. Ach, verdammt. Hier fliegt eine Mücke rum. Ich hasse Mücken. Das müssen die leider spüren. Wenn ich schon sage, ich zwack das hier ab,
Logistik ins unten. Fördermann-Splitter. Fertig. Haben wir das schon mal. So. Ja, schaffen wir es diesmal hier drauf zu landen, ohne runterzufallen? Tada! Dafür fallen wir dann hier runter. So. Die letzten zwei noch daneben. Dann haben wir das. Yes, wo packen wir die an? Also erstmal den einen Wasserextraktor, den wir noch brauchen. Ich glaube, den setze ich mir möglichst hier so hin. Da hätte ich hier noch ein bisschen Platz, um das Ganze zu erweitern, ne? Aber wenn, dann will ich das suchen. Na? Ah, habe ich auch nicht mehr so viel. Herrlich. Ja, egal. Müssen wir uns nochmal Beton holen. Aber das machen wir jetzt nicht. So, jetzt brauchen wir als erstes. Okay, da dürfte man ein bisschen zu wenig haben. Aber das ist egal. Wir brauchen. Kommt ja hier raus. Dann machen wir das direkt hier hin. Hier für die Platten. Oh, dann mache ich das. Muss ich aber doch nochmal eben los Beton holen. Eins, zwei, drei, vier. Fünf. Quasi da oben drüber. Ich gucke nochmal, ob ich da oben noch Beton habe. Ansonsten muss ich mal kurz hier die Aufnahme pausieren und das Zeug holen. Dann geht das für euch etwas schneller. Aber wir gucken erst einmal zusammen. Ob wir da oder da vorne noch was drin haben. Da ist keiner mehr. Da auch nicht. Schade, ich das jetzt schon angeschlossen, aber ich habe auch kein Zeug dabei. Dann packe ich mal eben die den Kram hier so ein bisschen weg und nehme ja direkt passende Platten mit. Die anderen brauche ich auch noch. Okay. Ich bin gleich wieder bei euch. So, da sind wir wieder. Wir basteln uns jetzt direkt hier das Eisen rüber, weil ich glaube, das ist das Sinnvollste, was wir machen können. Dann haben wir nämlich schon mal wenigstens das, weil da sind wir gerade am schwächlichsten, hätte ich bald gesagt. Auf der Boost. So, da ziehen wir. Moment. Du sollst so da sein. Dann kommen wir hier hoch. Aber in die Richtung. Genau. Ich bitte, dass du reichst. Nein. Dann passen wir dich dahin. Und von da aus reichst du. Sehr gut. Na, das wird hier übelst knapp. Aber das kriegen wir hin. So, wir müssen jetzt irgendwo hier hin, wo wir wieder Strom haben. So.
Dich haben wir schon mal hier liegen. Okay. Wir nehmen uns den da, Strom mit. Packen wir uns den hier vorne schon mal hin. Da wieder und dort. Einmal hier rüber. So, jetzt müssen wir da vorne erstmal eben die Splitter hinsetzen. Da brauchen wir Gott sei Dank nicht so viele für. Und vielleicht nicht vor das eine Loch, sondern vor das andere. Eins. Zwei. Ja. Drei. Und den vierten machen wir schon gar nicht mehr als Splitter, sondern der geht. Direkt so rein. Ja, ist ein bisschen eng mit dem Rohr, aber egal. So, jetzt brauchen wir den Kollegen hier. Setzen wir hier hin. 1, 2, 3, 4, 5. Passt perfekt. Können wir hier hinsetzen. Dann kriegen wir auch alles hier runter. Bin ich sehr zuverlässig. Sehr zuverlässig? Nein. Zuversichtlich. So heißt das Ding. Wenn ich jetzt nicht das Kupferblech da oben gelassen hätte. Eieieiei. Egal. Dann holen wir uns erstmal das Zeug ran und bringen das da rein. So. Dort rein. Dort rein. Und dort rein. Kollege, du machst Eisenbahn. Ich glaube, das war ein, muss ich davon auf. 41,9% sparen. Nicht 410. 41,9%. Das passt besser. Ich muss irgendwas mit 22,22 da rauskriegen. Also, nee, 2,2 da rauskriegen. So, ups. Der war wild. Und hier noch mal hin. So, haben wir dich auch. Okay. Wie viel haben wir denn Platz hier? Das reicht eben dafür. Brauchen eh irgendwie nur 60 Wasser oder sowas? 68 Wasser. Geht ja. Das kriegen wir ja schnell hin. So, einmal hier rauf. Holen wir uns Blech da raus. Und legen dafür nochmal den rein, nehmen Blech da raus, den rein, Blech da raus. So. Dann setzen wir uns da unten zur Sicherheit eine Werkbank hin. Können wir nämlich zur Not ein paar Sachen eben per Hand machen, bevor wir alles dann. Ja, also dann doch wieder hin und her müssen. Die können wir uns auch sogar hier vorne hinsetzen, oder? Komm, du passt doch dahin. Bergmann. Ja, so.
Muss ich gleich gucken, wie ich das da drauf kriege, aber das ist ja halb so wild. Ja, wenn die Kollegen erstmal loslegen. Nachdem ich Strom dran gesetzt habe gleich. Ist ja alles halb so wild. Da hätten wir dich gern, da hätten wir dich gern. Ja, es wird gleich nicht so schön aussehen, wie ich mir das gewünscht habe, aber macht nichts. So, du kommst direkt da dran, da wird auch gar nicht groß rumgehampelt. Du wirst da angeschlossen. Einer geht dahin. Jetzt für dich und für dich. Geht dann hier rüber. Und ist dann für dich und für dich. Und du gehst dorthin. So, da läuft jetzt fleißig das Zeug rein. Da kommt fleißig Wasser an. Du bist schon fleißig dran. Du kriegst auch langsam Wasser. Ich kann natürlich auch hingehen. Ist zwar nicht ganz so viel. Wir brauchen auch gar nicht, aber einfach hau mal raus. Wir könnten auch jetzt tatsächlich mal hier uns angucken, wie das mit dem Durchlauf ist. So. Voll wird die sowieso nicht, weil wir packen keine 300 da rein. Ja, das sieht doch ganz gut aus. Das soll auch relativ leer bleiben. Perfekt. Das wollten wir haben. Jetzt wollen wir. Jetzt nicht so, sondern okay. Dahin. So. Nee, genau hier wollte ich nämlich nicht drauf. Danke. Dorthin. Nein, das suchen wir diesmal nicht, sondern so. Dann schnappen wir uns die Nummer, gehen damit einen hier rüber. Ah, wir gehen zwei darüber. Und packen uns von dort aus eben. Damit wir auch da hochkommen. So, jetzt geht's in die Maschine rein. Das wollen wir nicht. Hier können wir wieder suchen. Wunderbar. Wie sitzen wir dann am besten? Habe ich die hier gesetzt? Quasi davor, genau einen davor. Hätte ich auch richtig hingucken können. Na, macht ja nichts. Macht ja alles nichts. Wir schnappen uns die Kollegen. Dort. So, einen davor. Zwei. Drei.
5. Jetzt haben wir 10 Stück schon mal stehen. Das sind die Iron Rods und Iron Plates. Jetzt brauchen wir noch quasi 3 für Kabel. Nämlich einmal oben drüber. Dann ziehe ich die hier zur Seite hin. Jetzt ziehen wir hier zur Seite weg. Ziehen wir da zur Seite weg. Machen wir 1. Warten kurz auf das Autosave. Das ist die Frage, drehe ich die letzte um? Oder, nee, die fütter ich von unten, indem ich hinten runtergehe. Ja. Ach ja, die Reihe muss ich sowieso. Muss ich alles nochmal einverschieben. Macht aber auch nichts. Wenn wir gleich fertig sind hier mit dem Autosave, dann können wir das eben tun. Weil vorne müssen ja auch irgendwie wieder Splitter hin. Na komm, werd fertig. Dort einen hin und dort den letzten. So, dann haben wir das. Perfekt. Dann würde ich sagen, fange ich unten mit den einfachen Eisenstangen an. Weil da brauche ich halt mehr von. Hier brauche ich aber nur noch diesem einen. Das waren 33,333 und so weiter. Okay, hier kommen die Platten hin. Platten. Dann haben wir hier Eisendraht. Hat der Subwoofer keinen Bock mehr? Okay, interesting. Ach, das war wegen dem Autosave. Wegen des Autosaves. So, Entschuldigung. Rad, du machst wie viel? 77,8. Ich muss insgesamt auf 40 Wire kommen. Das kann hier nichts mit 0,5 sein, oder? Wie viel machst du? Ja, 22,5, das kann wohl was mit 0,5 sein. Dann brauche ich hier die 1 nicht. Machen wir einfach so. Ja, das passt auch. Und du machst hier Kabel. Aber du machst nur 20. Ja. Dann haben wir das. Ja, das wird jetzt alles eng. Deswegen müssen wir hier anfangen mit den 5. Hier mal. Eisenstangen, habe ich gesagt. Und das kopieren wir. Geben das da ein. Da. Da. Und, ne, komm her. Bei dir auch. Okay. Haben wir. Spaß kommt hier raus, wird einmal zusammengebastelt. Fusionator. Bitte in die Richtung. Wirklich gucken. Ich hätte das gerne da auch vor. Ja, komm. So. 3. Und den brauchen wir schon nicht mehr. So ein bisschen sparen hier. Dahin. Moment. Die ziehen wir nochmal weg. Die sind doch einen zu nah dran. So, besser? Ja. Viel besser. Weg damit. Weg damit. Ja, komm.
dorthin. Dorthin. Machen wir den ganzen Spaß. Und jetzt packen wir uns hier überall auch ein Splitter vor. Und den fünften nehmen wir schon nicht mehr. Nee. Nicht im Kreis. Ich hätte mal gerne. Danke. Ach ja. So, dann packen wir uns, wie sieht denn das hier aus? So ein Löchlein. Na, und die Kante. So, bitte. Dich hätten wir gerne nach oben. Da muss ich da vorne rumlaufen. Mir den Spaß hier einmal dahin geben, weil hier muss das Zeug ja rauskommen. Genauso dort und dort. Nur den einen muss ich mir hier sparen. Dann auf die Seite rüber. Hier hätten wir jetzt gerne wieder einen Splitter. Nur der erste muss jetzt anders sitzen. Genau. Der muss so sitzen. Wir wollen dahin. Die nächsten kommen dann so. Zwei. Vier. Fünf. Und jetzt habe ich keine Eisenplatten mehr. Das ist aber nicht so schlimm, weil die produziere ich ja jetzt. Warte mal. Moment. So. Da rein. Da rein. Ist jetzt nur noch. Gleich den Strom dran. Machen wir jetzt auch noch zusammen. Ausnahmsweise mal Strom zusammen machen. Ja, wie gesagt, das war super. So eine, leicht improvisierte Folge, weil am Wochenende weniger geschafft habe, als ich gedacht habe. Oder gehofft habe. Aber kann ja schon mal passieren, dass da so Kleinigkeiten dazwischen kommen. Oder? Ist euch doch auch schon passiert, seid doch ehrlich. So, da steht alles an. Wir können uns von da den Strom klauen. Setzen den dorthin. Sagen einmal. Zweimal. Gehen hier rüber. Einmal. Zweimal. Und dreimal. Dann können wir uns von da aus nochmal Strom klauen. Gehen damit da hoch. Wenn wir den durch den Busch hier finden. Den nehmen wir uns diesmal. Ach komm, auch hier. Ja, hier vorne auf die Kante. So. Drei. Vier. Fünf. Einzige Problem ist, den muss ich höher setzen. Weil sonst kriege ich den nicht mehr hier drüben hin.
du wirst dorthin gesetzt und machst mit den, den und den. So, das heißt aber auch, ich habe die ersten Platten schon hier liegen. Damit, ups, kann ich den hier nämlich jetzt fertig machen. Na, bist du abgestürzt? Und wieder nicht gerichtet. So, ein Mist. Ich dieses blöde Vieh nicht. Ups. Die sind auch mittlerweile echt resistent, die Kollegen. Oh, das war ein Vira-Flug. Guck mal, das brauche ich doch schon gar nicht mehr. Wir haben so schöne... ja, eigentlich Mückenfänger-Lampen. Sind eigentlich dafür da, um die Viecher ein bisschen platt zu machen. Also, ja, wie heißt das? Nicht Infrarot. Ultraviolettes Licht. Und dann gib ihm. Hauptsache, die Viecher sind platt. Aber die haben nicht so wirklich Bock auf platt sein. Das ist etwas doof. So. Was machen wir jetzt hier? Fusionator. Den davor. Dahin. Ja gut, du musst da mal schief sein. Komme ich mit klar. Okay. So. Du hast noch keinen Draht. Du machst gerade Draht. Du machst auch gerade Draht. Da kommt der erste Draht. Sehr gut. Okay, wir haben Kabel. Wir haben das Zeug. Könnten die jetzt noch alle irgendwie zusammenpacken, damit wir das dann in den Container packen können. Aber, ja, das ist eine Aufgabe, die mache ich selber. Ich sag mal, das war's für heute. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mal so ein Abo da, Glocke nicht vergessen, Daumen wäre großartig, Kommentar freue ich mich riesig drüber. Und damit, macht es gut, Käffchen.